Moin und willkommen zu einem neuen Starter-Tipp-Video für alle Neueinsteiger und vor allen Dingen für alle die, die jetzt wieder anfangen. Und im heutigen Video möchten wir euch mal die verschiedenen Kategorien von Motorrad-Outfits und Styles ein bisschen zeigen. Viel Spaß beim Anschauen. Wir haben euch ja schon in einem der letzten Videos was über verschiedene Motorradarten und Kategorien erzählt. Video findet ihr hier oben, schaut ihr euch natürlich erst später an. Wir hauen es euch natürlich auch noch mal unten in die Beschreibung rein, den Link für das Video. Und genauso wie es verschiedene Arten und Kategorien von Motorrädern gibt, gibt es natürlich für diese Kategorien auch Kleidung. Spezifisch für den Einsatzzweck dieser Fahrzeuge. Und die möchten wir euch in diesem Video einfach mal ein bisschen näher bringen. Und wir starten mit der Kategorie Sport. Kategorie Sportler. Ich habe mich mal richtig nice hier in so einen Einteiler reingequetscht und ich ärgere mich jetzt schon, dass ich nicht wie üblich Funktionsunterwäsche drunter trage. Das wird gleich richtig lustig, um da rauszukommen. Hatten wir euch ja auch schon mal ein Video gemacht, Funktionsunterwäsche, warum das geiles Zeug ist. Ja, ich hätte es mal machen sollen, aber egal. Ja, Kategorie Einteiler oder zumindest Sportbekleidung, sei es jetzt im zweiteiligen oder im einteiligen Bereich, wie ihr hier seht. Natürlich sind die ganzen Sachen, die wir euch jetzt in dem Video zeigen, auch zertifiziert. Ja, welche Vorteile hat so eine Geschichte? Als erstes möchte ich euch einfach mal sagen, die Dinger sind gar nicht so unbequem, wie man sich das so vorstellt. Die haben mittlerweile, sind das keine Komplettleder-Kombis oder Zweiteiler. Ihr habt überall richtig schönes Stretchmaterial verbaut, hier im Armbereich, gerade in den Armbeugen, sodass natürlich auch keine Falten entstehen können, die hier die Blutzirkulation abschnüren. Das gleiche hier im Schrittbereich, da pfeift es natürlich auch ordentlich durch, wenn es warm ist. Ihr habt Perforierungen hier überall mit drin, wie man sieht. Und von der Sicherheit her natürlich das Nonplusultra. Ne? Das unsere ganzen Sachen Sicherheitsnähte haben, brauche ich eigentlich gar nicht erwähnen, versteht sich von selbst. Und ja, passendes Outfit, schön, Handschuhe dazu, passend, auch richtig im Sportlook, auch richtig schön sicher. Die passenden Stiefel gibt es auch dazu. Und das Zeug ist echt mega bequem, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ihr habt die Möglichkeit, natürlich so einen Einteiler oder eine zweiteilige Lederkombination mit Rückprotektoren auszustatten. Braucht ihr auch definitiv für die Fahrschule, wenn ihr gerade dabei seid. Oder ansonsten holt euch noch einen Schildkrötenpanzer. Den kann man darunter auch tragen. Solltet ihr aber unbedingt in Kombination probieren, weil die Dinger sind schon echt eng. Ich stehe auch nicht wirklich zu 100% gerade. Es ist so ein bisschen leicht gebeugt, muss ich stehen. Ich glaube, das sieht man so ein bisschen. Weil wenn ich richtig gerade stehen würde, würde ich noch da höher sprechen. Ist auch gar nicht mal so cool. Aber ihr sollt damit nicht joggen gehen. Die sind deswegen so ein bisschen vorgeformt, weil ihr habt auf dem Sportler auch so eine Sitzposition. Und da soll es auch bequem sein. Ne? Wie man hier hinten sieht, hier ist so ein schönes gerafftes Material, das sorgt dafür, dass wenn ihr nach vorne geht, das arbeitet mit. Ne? Das heißt, das macht die ganze Geschichte auch wieder richtig schön komfortabel. Und ja, was ist dazu zu sagen, wenn man im Regen fährt, braucht ihr unbedingt ein Regenkombi, weil durch dieses ganze schöne Stretchmaterial, da kommt natürlich viel Wind durch und da kommt natürlich auch richtig ordentlich Wasser durch. Von daher Regenkombi einfach mitnehmen, wenn ihr mit sowas auf Tour seid. Was gibt es noch zu sagen? Ihr seht hier richtig schön, da kann man Schleifpads drauf machen, wenn es dann mal ein bisschen ambitionierter wird, damit ihr den Kombi nicht kaputt macht. Oder zumindest Schleifpads sind ja auch dafür gedacht, dass ihr relativ schnell merkt, wann seid ihr in so einer Schräglage. Und das kann man so ein bisschen erfühlen durch die Schleifpads. Dafür sind die da, dass ihr euch immer mehr rantasten könnt. Das ist der, im Grunde genommen der eigentliche Grund, warum man solche Schleifpads dann bei so einem Kombi auch trägt. Ja. Kategorie Sportler, geiles Zeug, macht auf jeden Fall Spaß damit, durch die Gegend zu fahren. Man fühlt sich halt so wie ein bisschen mit einer Ritterrüstung, es ist eine Einheit, fühlt sich richtig cool an, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und schon würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie über, und zwar
Touringbekleidung. Bis gleich. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar gar nicht mal so unwichtig. Die ganzen Protektoren, die hier sonst noch mit dabei sind, über den Rückenprotektor haben wir schon gesprochen, immer schön nachrüsten oder eine Schildkröte holen. Deswegen hat hier noch Schulterprotektoren verbaut, Ellenbogenprotektoren verbaut, Knieprotektoren verbaut und Hüftprotektoren verbaut. Bei den meisten zweiteiligen Kombinationen muss man die Hüftprotektoren noch nachrüsten. Solltet ihr auch unbedingt machen. Ist ein super wichtiger Protektor hier für die Hüfte. Die anderen, Schulter, Ellenbogen und Knie, sind in den meisten Fällen auch schon von vornherein mit dabei. Touring. Kategorie Touring. Ja, im Grunde genommen die eierlegende Wollmilchsau, sage ich immer dazu, weil ihr habt hier ein richtig schönes, stimmiges Gesamtpaket. Ihr habt ja eben den Lederkombi gesehen. Es gibt nichts Abrieffesteres als Leder oder wie Leder. Viele haben immer noch, gerade wenn sie so mit älteren Motorradfahrern sprechen, krassiert immer noch so rum, oh, Taxi, dass es nicht ganz so sicher ist, ist im Grunde genommen völliger Quatsch. Also die Textilien sind im Grunde genommen genauso sicher wie Leder auch. Also braucht ihr euch da gar keine Gedanken zu machen. Und zwar Kategorie Touring heißt ja, ihr könnt bei allen möglichen Wetterlagen mit den Sachen auch unterwegs sein und auf der Straße sein. Ihr habt ein abriffestes Obermaterial, ihr habt alle möglichen Protektoren, die man sich so vorstellen kann, im Ellenbogenbereich, im Schulterbereich, im Kniebereich, im Hüftbereich, auch wieder nachrüstbar, bei dem Modell jetzt schon von vornherein dabei, und Rückenprotektor, wie immer, nachrüstbar. Bei einigen Spitzenmodellen ist der Rückenprotektor sogar schon im Lieferumfang enthalten. Was zeichnet so eine Textilie aus? Im Vergleich zu Leder ist sie natürlich viel, viel leichter. Es ist noch wesentlich bequemer, sage ich es mal, so ein bisschen Jogginganzug-mäßig, je nachdem, was ihr euch da so aussucht. Und ihr habt den Vorteil, ihr habt eine Membran verbaut, die die ganze Geschichte wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht macht und zusätzlich auch in den meisten Fällen auch noch ein Winterfutter, was natürlich auch herausnehmbar ist. Es gibt da im Touring-Bereich auch verschiedene Aufbauten von diesen Textilien. Es gibt welche, wie eben schon erwähnt, wo das Winterfutter rausnehmbar ist. Es gibt aber auch welche, wo die Membran herausnehmbar ist. Was natürlich, wenn es richtig heiß ist, der absolute Vorteil, ein absolute Benefit ist. Bei den zweiteiligen Kombinationen ist auch mal ein Verbindungsreißverschluss dabei. Verbindet bitte immer die Jacke mit der Hose. Ist eine Sicherheitsgeschichte, sage ich jetzt mal, weil die Jacke sich dadurch nicht nach oben ziehen kann. Das ist auch wieder zwei Motorradfahrer, zehn Meinungen, wie es so schön heißt. Weil viele denken, das ist nur dafür da, dass die sich nicht hochzieht und damit es da so reinzieht. Ja, ist ein Grund, aber in erster Linie dient es der Sicherheit, wenn man die Jacke mit der Hose verbindet, damit die sich nicht hochzieht. Wenn ihr keinen Reißverschluss an der Jacke oder an der Hose habt, ist dann in den meisten Fällen zumindest ein Schrittgurt mit dabei. Nutzt ihn bitte. Handschuh passend dazu gibt es natürlich auch. Die haben dieselben Ausstattungsmerkmale, die ich mir jetzt hier genommen habe zumindest. Sind auch wasserdicht und atmungsaktiv, haben einen Knöchelprotektor auch verbaut. Bei den Stiefeln das Gleiche. Und ihr habt ja sicher unser Stiefelvideo gesehen. Hier seht ihr mal ein schönes Beispiel. So viel sieht man von dem Stiefel, nicht viel. Aber ist natürlich ein bisschen bequemer als der Racing Boot, den ich eben anhatte, und auch wieder wasserdicht, atmungsaktiv und winddicht. Das zur Kategorie Touring. Ja, nächste Kategorie, die wir uns mal anschauen, ist die Kategorie Cruiser. Bis gleich. Kategorie
Cruiser-Outfits. Richtig nice, im Grunde genommen nichts anderes wie eine Freizeitklamotte, bloß in sicher. Man muss natürlich schauen, wenn ihr jetzt gerade einen Führerschein macht, sind einige Sachen nicht ganz so gerne gesehen bei den Prüfern. Das sind dann eher Sachen, die ihr euch dann später holen sollt oder wenn ihr Wiedereinsteiger seid und im Cruising-Bereich unterwegs seid, ist es genau so euer Ding. Ich habe jetzt mir mal ein Outfit gewählt, eine schicke Lederjacke, eine schöne Kevlar-Jeans und natürlich schicke Boots, die im Grunde genommen aussehen wie ein normaler Boot, aber ein Motorrad-Boot ist und auch so sicher ist wie ein normaler Stiefel ohne Schienbeinschutz. Das Thema hatten wir auch schon mal in einem Video. Ja, Handschuh. Der ist auch ein alter Bekannter, den kennt ihr auch aus dem Video. Den habe ich mir mal wieder passend stylisch dazu genommen. Solche Outfits sind natürlich richtig geil, wenn man einfach mal zu schnell zur nächsten Eisdiele fahren möchte oder einfach durch die Stadt fahren möchte oder mal eine kurze Strecke über Land oder, wenn ihr wollt, auch ins Büro damit fahren wollt. Dafür sind sie gemacht für den Sommer. Schön luftig, schön leicht, nicht wasserdicht, auf gar keinen Fall, aber trotzdem stylisch und sicher. Nächste Kategorie, Naked Bikes. Kategorie Naked Bike. Wie ihr seht, ich habe mir eine zweiteilige Kombination genommen. Es ist ein Textil-Leder-Mix hier in dem Fall. Kann man auf dem Naked Bike, kann man natürlich auch einen Supersportler tragen, wenn man das möchte. Ich habe mir jetzt Touring-Stiefel, die sehr sportlich aussehen, dazu genommen. Ein paar schöne, weiche Allround, ja, Touring-Sport-Handschuhe, wie ihr seht, auch mit Knöchelschalen genommen. Diese Kombination, die ich jetzt gerade trage, genauso wie den Einteiler, den ihr am Anfang gesehen habt, die kann man natürlich auch richtig geil auf einer Supermoto tragen. Versteht sich auch wieder von selbst. Dann natürlich nicht mit Touring-Stiefeln, sondern ja, in den meisten Fällen auch mit Motocross-Stiefeln oder Enduro-Stiefeln. Und Motocross-Helm natürlich. Ja, aber kommen wir jetzt hierzu. In dem Fall auch wieder eine schöne Geschichte, auch sehr bequem, nicht wasserdicht in dem Fall hier, gibt es aber auch in einer wasserdichten zweiteiligen Kombination, jetzt nicht das Modell, aber so in der Art. Ihr habt Schulterprotektoren verbaut, Ellenbogenprotektoren verbaut, Knieprotektoren verbaut, Hüftprotektoren auch wieder nachrüstbar. Und ja, in dem Fall bräuchtet ihr natürlich, wenn ihr jetzt eine Tour macht mit dieser Klamotte, auch wieder einen Regenkombi, den ihr mitnehmen müsstet, damit ihr auch relativ trocken an euer Ziel kommt. Aber wie gesagt, ob Naked Bike oder Supersportler, ist im Grunde genommen egal. Hier haben wir auch ein Modell, hier könnt ihr auch schön Schleifer dran packen, wenn es dann wirklich richtig geil abgehen soll. Fühlt sich auf jeden Fall auch richtig schön an. Nächste Kategorie, Enduro. Kategorie Enduro, wie ihr seht. Enduro-Klamotten zeichnen sich in erster Linie durch ihre Funktionalität aus. Wie ihr hier schon an dieser Kombi seht, die ich anhabe, viele Taschen, vernünftige Lüftungssysteme, die man hier aufmachen kann und dann hier auch verstecken kann, so wie es jetzt hier auf der Seite ist. Wenn es ein bisschen frischer wird, kann man das hier alles wieder schön über den Reißverschluss auch schließen. Wie gesagt, Taschen sind dran, hier oben auch nochmal Lüftungssysteme, hier Lüftungssystem, da Lüftungssystem, Einstellmöglichkeiten, kleine Fächer, wie man hier sieht, sind auch dran. Bei dem Modell, was ich jetzt hier gerade anhabe, hat man sogar eine herausnehmbare Membran. Das heißt, wenn es richtig warm wird, alles rausmachen, Lüftungssysteme aufreißen und dann ist es richtig schön sicher und auch super, super luftig. Ich habe jetzt hier in dem Fall mir einen Enduro-Stiefel genommen. Ich habe die Hose reingesteckt, Enduro-mäßig. Wenn man jetzt eher so ein bisschen Touring-mäßig unterwegs ist, natürlich kann man die Hose auch drüber stecken. Die hat einen ganz normalen geraden Schnitt. Gut, dann sieht man auch nicht mehr so viel von dem Stiefel. Ich fand den Stiefel aber sehr schick, wollte ich euch mal zeigen. Und deswegen habe ich die Hose da
auch reingesteckt. Von der Sicherheit her auch wieder überall die Protektoren verbaut, in Ellenbogen, Schulter und im Kniebereich Hüftprotektoren wieder nachrüstbar und im Rückenbereich ist natürlich auch ein Fach drin, wo man einen Rückenprotektor nachrüsten kann und auch sollte. Und Handschuh seht ihr auch. Passend dazu, auch in wasserdicht. Da kann man die Membran allerdings nicht rausnehmen. Die haben hier sogar einen schönen kleinen Scheibenwischer verbaut. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus unserem Handschuhvideo, was ihr euch sicher schon mal angeschaut habt. Ja, und im Großen und Ganzen ist es das dann auch schon zum Thema Enduro. Wie gesagt, in erster Linie sehr, sehr funktionell durch die ganzen Lüftungssysteme und durch die Taschen, die da verbaut sind. Zu den Enduro-Stiefeln auch nochmal. Ist ein schöner, weicher Stiefel, wie ihr seht. Ihr habt ja im Stiefelvideo gesehen, wo da der Unterschied zwischen einem Motocross-Stiefel ist. Wenn nicht, schaut euch das Video auf jeden Fall mal an. Und man hat hier auch richtig schön Gefühl und man kann auch schön abrollen damit, also auch ein bisschen durch die Gegend laufen, was ich auch sehr, sehr nice finde. Wenn wir schon mal ein bisschen beim Thema Enduro oder Motocross sind, wir haben natürlich auch Motocross-Klamotten im Programm und die möchte ich euch mal zeigen. Kommt mal mit. So, Motocross-Klamotten. Zum Motocross ist eins zu sagen, ich habe ja auch schon mal gesagt, so Motocross-Klamotten sind für die Straße nicht geeignet, weil es ist kein abriebfestes Material verbaut. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt hier ein Jersey von O'Neill, was wir haben. Hier die passenden Pants auch dazu. Das ist richtig geil, wenn ihr im Gelände unterwegs seid, aber wie gesagt, für die Straße nicht geeignet und schon gar nicht, wenn ihr Führerschein macht. Da werdet ihr sofort vom Hof gejagt, auch wenn sie einfach geil aussehen. Ja, das war's mit den Kategorien zusammengefasst, gerade für die alle die, die jetzt anfangen oder wieder einsteigen, das macht ja unsere Louis Starter Tipps aus, ist zu sagen, die Touring-Klamotten, die wir euch gezeigt haben, die eierlegenden Wollmilchsäue quasi, sind so am beliebtesten, sage ich ja mal, weil ihr könnt damit alles machen. Die sind bequem erstmal. Ihr könnt erstmal den Fokus aufs Motorradfahren lenken. Ihr könnt bei allen Witterungen damit fahren. Genauso wie die Street-Sachen für den Sommer oder halt auch die Kleidungsstücke für die Naked Bikes, die wir euch gezeigt haben. Da schlüpft einfach mal rein, probiert die an, fühlt da mal ein bisschen rein. Wo kommt ihr am besten mit klar? Und vor allen Dingen ist es immer wichtig, welchen Verwendungszweck habt ihr und was für Anforderungen stellt ihr an die Klamotten und was sollen sie erfüllen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß mit uns und wir sehen uns nächste Woche Dienstag im nächsten Video. Haut rein!